Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist schon wieder 4 Tage her, es tut mir auch echt leid, aber ich hatte wenig Zeit, wenig Lust, ein Video aufzunehmen und ich zwinge mich nie dazu. Und diesmal beantworte ich ein paar Fragen oder rede über Themen, die ihr mir vorgeschlagen habt. Und zuallererst fangen wir an mit einem Thema, das die liebe Alina vorgeschlagen hat. Die habe ich schon auf der Gamescom getroffen. Nices Mädchen. Wie stehst du zum Thema Werbung bei YouTube? Mittlerweile kommt fast vor jedem Video Werbung. So, also meine Meinung zu YouTube und der Werbung ist, ich finde es gut, dass Werbung kommt, weil es unterstützt gerade die YouTuber, die quasi mit null starten. Man hat im Normalfall null Geld, also man muss meistens für YouTube irgendwas bezahlen. Bei mir war es zum Beispiel das Headset oder den besseren PC oder Programm XY als Beispiel. Und deshalb finde ich Werbung an sich für den YouTuber sehr, sehr gut. Was ich krass finde, ist doch, wie viel man verdient, weil man merkt schon, die Spanne ist ziemlich riesig. Beispiel, ich verdiene ein paar hundert Euro mit der Werbung. Und große YouTuber verdienen tausende Euro im Monat. Was natürlich fair ist, weil sie ganz viele Leute unterhalten. Aber auch irgendwie nicht, weil es dann eskaliert. Weil wenn YouTuber, finde ich, so 50.000 im Monat oder so verdienen, dann weiß ich nicht, ob das so fair gegenüber anderen Berufen ist. Aber so ist es halt, wenn man, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, ein Star ist. Dass vor jedem Video Werbung kommt, das stimmt nicht unbedingt. Vor allem bei den großen YouTubern. Da kommt wirklich viel Werbung. Bei umso kleiner der YouTuber ist, umso seltener Werbung. Und ja, ich finde es okay, wenn ein-, zweimal Werbung kommt. Ich selber schalte öfter Werbung. Bei euch sollte nur höchstens 2-mal Werbung pro Video kommen. Also das sollte nicht immer sein. Und wenn, dann habt ihr echt Pech und es tut mir leid. Aber ich möchte auch davon profitieren, dass ich ja gratis Unterhaltung biete oder gratis irgendwas euch zeige, erkläre, meine Tutorials und so weiter. Von daher finde ich Werbung an sich sehr, sehr gut für die YouTuber. Dann mit der Frage kommt von Coleaks2. Ich mag dich wirklich gerne, aber eine Frage: Hast du so viel Werbung wirklich nötig? Dann schreibt einer 5-mal Werbung. So, und ich habe da schon kurz darauf geantwortet, aber ich kann nochmal sagen, als kleiner YouTuber finde ich es gerechtfertigt, mehrere Werbungen zu schalten, weil ich verdiene an einem Video nicht viel. Ich verdiene auch im Monat nicht, so dass ich davon leben kann oder so. Aber wenn man sich anschaut, auch die größten YouTuber schalten viele Werbungen, genauso viele wie ich, teilweise 5 Stück. Aber der Unterschied ist, ich verdiene vielleicht mit einem Video so bei einem normalen so 10 Euro, sage ich jetzt mal. Und ein großer YouTuber verdient vielleicht 500 oder so, sage ich mal, oder 1000. Das ist ein klitzekleiner Unterschied und als kleiner YouTuber muss man ein bisschen mehr machen, um auch nur einen Bruchteil des Geldes zu verdienen, um irgendwie was rauszuholen. Also tut mir leid, wenn ich viel Werbung schalte, aber was soll ich machen? Nochmal eine Frage von Alina. Wie stehst du zu den Dingen mit der Abo-Box? Aufrufe und so werden nicht angezeigt. Also an sich, dass bei YouTube die Aufrufe verbuggt sind und immer nicht korrekt angezeigt werden, das finde ich allgemein nicht so schlimm. Einfach weil das eigentlich egal ist, weil ob ich jetzt 1000 dort stehen habe oder 10.000, in den YouTube Live-Statistiken kann man das ganz genau nachvollziehen, wie viele Aufrufe man wirklich hat. Und im Endeffekt korrigiert YouTube das im Nachhinein und verbessert das. Was mich ein bisschen nervt, sind die YouTube-Trends, weil dort oft gebottete Videos reinkommen von ein oder zwei Leuten, die das immer wieder machen, die botten ihre Videos mit Clickbots, kommen dadurch auf Platz 1 in den Trends und irgendwie schafft YouTube das nicht, das Video zu löschen oder zumindest die Aufrufe rechtzeitig zu löschen. Das finde ich sehr, sehr schade. Einer fragt, ob ich Haze gucke und warum ich mich so gut mit Hacks auskenne. Ich sag jetzt mal grob, ich kenne mich nicht so gut mit Hacks aus. Ich habe mich auch nicht wirklich informiert, aber man bekommt viel mit. Und ja, ich habe Haze ab und zu mal geschaut, ein, zwei Videos so angeschaut, aber nicht komplett. Also ich habe immer nur ein paar Minuten, weil er zieht die Videos auch so krass in die Länge. Und eigentlich schaue ich Haze nur, weil er sich wie Firegon anhört. Ja. Dann kommen wir zu, wie bist du auf Stegis Channel gekommen?
von Kind of Döner. Die Frage davor war von der echte Son Goku. Also Kind of Döner. Wie ich auf Stege gekommen bin, weiß ich nicht mehr ganz genau. Es war doch bestimmt mal durch ein Projekt oder durch eine Montage von ihm. Vielleicht auch durch MC Expert, weil ich MC Expert vor Stege geschaut habe. Stege habe ich angefangen zu schauen, Ende der Hero-Zeit oder so. Das ist echt schade, dass ich ihn erst zu spät entdeckt habe, wirklich. Aber seine Montagen sind einfach mega geil und ja, seitdem bin ich eigentlich ein relativer Fan von ihm. Skylon fragt, waren deine Lehrer damals nett? Ich habe immer noch Lehrer und ich muss sagen, Lehrer, man kommt mit den meisten einigermaßen zurecht. Es gibt echt komische Lehrer, aber ich war nie so der Typ, der gesagt hat, oh scheiß Lehrer, darin, meine Noten ziehen sich wegen den Lehrer runter. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass viele Leute immer auf die Lehrer schieben, ja, der Lehrer hat mir da und da eine schlechte Note gegeben. Ich weiß nicht, das ist immer so eine Ausrede. Menschen neigen dazu, Ausreden zu suchen. Sie wollen nie ihre Fehler eingestehen. Das heißt, wenn du in der Schule mal schlecht bist, sagst du immer, das lag da und daran. Dabei liegt es immer an einem selbst meistens. Ich sag nicht, dass es ausgeschlossen ist, aber viele, ich glaube, irgendwann, wenn ihr vielleicht auch älter seid, werdet ihr merken, es bringt nichts, andere für irgendwas schuldig zu beführen, wenn sie nicht schuldig sind oder es eigentlich nichts bringt. Und ich bin der Meinung, meine Lehrer waren ziemlich nett. Es gab zwar ein, zwei Ausnahmen, die nicht so nett waren, aber ich war nie so einer, der irgendwie direkt zur Schulleitung hingerannt ist, dieser Lehrer scheiße, sondern wenn man mal Fehler gemacht hat, wie bei mir, ich habe nie Hausaufgaben gemacht, es war auch scheißegal im Endeffekt, hat meine Noten nicht beeinflusst. Mir wurde es auch mal gesagt, Hausaufgaben sind total wichtig. Das stimmt im Endeffekt. Keine Ahnung, kann jeder für sich selbst entscheiden, aber ich muss ehrlich sagen, es hat mir nichts gebracht. Ich habe immer gesehen, die Schüler, die einfach nicht so intelligent sind oder die Mitschüler, die hatten einfach keine guten Noten und auch wenn die Hausaufgaben gemacht haben oder nicht, es hat für mich, gibt es keinen direkten Einfluss darauf auf die Noten und ja, die Lehrer waren da manchmal ein bisschen pump. Ich musste auch ein paar Mal nachsitzen, Leute. Ich glaube, ihr kennt es in der Schulzeit, aber ja, im Endeffekt, ja, ist ja auch egal. Aim to Easy fragt, was willst du noch mit YouTube erreichen? Mit YouTube will ich ganz groß rauskommen. Nein, ich weiß es ehrlich gesagt. Ich kann es nicht genau beschreiben. Natürlich, das beste Ziel ist seit Ewigkeiten die 100.000 Abonnenten. Letztes Jahr habe ich im Winter mit einem Kumpel damals, glaube ich, getippt. So, schaffe ich... Ach ja, heute ist für euch gestern. Ist ja der Weltuntergang 4 Jahre her. Ha. Kleiner Funfact. 21.12. Naja, egal. Schon 4 Jahre, Leute. Wie schnell vergeht die Zeit? Auf jeden Fall, was ich erreichen möchte, auf jeden Fall noch ein bisschen Reichweite ausbauen. Natürlich, die 100.000 waren schon immer mein Ziel. Letzten Winter haben wir es so gesagt, knacke ich die 30.000 nächstes Jahr und da hatte ich vielleicht ein paar tausend Abonnenten oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. 5.000 vielleicht. Und da haben wir schon so gesagt, ja, schaffe ich das? Und ich so, what the fuck, wie soll ich das schaffen? Und jetzt habe ich doch über 30.000 schon im November oder so gehabt. Auf jeden Fall krass, Leute. Es ist, keine Ahnung, 30.000 Leute, das kann man sich nicht vorstellen. Und ja, 100.000 Abonnenten, ein paar mehr Aufrufe wären auch schön. Naja, was willst du machen? Ich mache das Beste draus und weiter geht's. Fabex fragt, was hältst du von der Nürnberger Innenstadt? Ja, also Nürnberg, finde ich, ist eine relativ schöne Stadt und die Innenstadt, ich liebe die. Also ich muss ehrlich sagen, die Geschäfte sind echt nice. Auch wenn ich so der Typ bin, der immer nur zu voll wenigen Geschäften geht, ich finde es einfach gut, wenn es mehr Geschäfte gibt, als man braucht. Aber was ich irgendwie gar nicht ab kann, sind so Luxusgeschäfte. Ich weiß nicht, die sind mir so unsympathisch. Ich weiß nicht, selbst wenn ich reich wäre, ich weiß nicht, ob ich da reingehen würde. In so Läden, wo immer niemand drin ist. Kennt ihr das in so Großstädten auch? Berlin oder so, wenn diese Kaufhäuser sind, wo Bodyguards davor stehen. Ja, ist jetzt nicht so sympathisch. Kein Dorf Döner hat noch eine Frage gestellt, nämlich, schaust du Final Clash und wenn ja, Halbzwilling oder Pan? Also Halbzwilling und Pan finde ich beide mittelsympathisch. Ich schaue sie nicht, aber ich hasse sie nicht. Und ich finde sie eigentlich relativ sympathisch, aber mir sind sie egal, weil ich sie nicht abonniert habe. Halbzwilling hatte ich mal abonniert. Pan weiß ich gar nicht mehr, aber macht ganz gute Videos, finde ich. Also ich finde Final Clash einigermaßen gut. Ich finde es echt cool, wie viel Mühe die sich geben. Und ich schaue es auch an, nur
bleibt mir manchmal die Zeit nicht dafür oder ich habe mal keine Lust, es anzuschauen. Aber allgemein finde ich es ein richtig cooles Projekt. Aber es sind halt viele YouTuber dabei, die ich persönlich nicht mag. Manche Witze kenne ich dann auch nicht und manche Insiders finde ich ein bisschen blöd. Aber naja. An sich ein sehr, sehr gutes Projekt von Dark Victory. Verfilmt fragt, wer gewinnt Varo 4? Meiner Meinung nach. Also meiner Meinung nach gewinnt Varo 4. Ich tippe auf Basti und Veni, weil die sind im PvP ziemlich stark, sind taktisch gut und haben ziemlich gutes Equip. Und das Wichtigste, sie sind zu zweit. Mal abgesehen davon ist Haupner alleine und Faison alleine. Die beiden sind auf jeden Fall eine der besten PvPer im Projekt. Zwar nicht die besten direkt, das kann man nicht sagen, aber die beiden könnten was reißen, wenn es ins 101 geht. Aber 1 vs 2 zu gewinnen, ist nahezu unmöglich. Also man kann es eigentlich schaffen, gegen schlechte Spieler wie Faison es geschafft hat. Das waren schlechte PvPer. Aber wenn man sich überlegt, wenn man schon gegen mittelgute PvPer spielt, war angenommen Faison spielt gegen Kürbistumor. Sie haben ungefähr gleich gutes Equipment. Selbst wenn sie nur halb so gut sind, werden sie Faison höchstwahrscheinlich töten. Weil Faison müsste, wenn er jemanden von den beiden töten will, müsste er zu 100% einen töten oder es schaffen, einen zu töten und dann wegzurennen, während die anderen ja nur halb so viel quasi treffen müssten, damit sie dasselbe schaffen. Das heißt, er muss mehr als doppelt so gut sein. Und das schafft er einfach nicht gegen gleich gutes Equipment. Dasselbe gilt für Haupner. Da muss schon viel Luck mit dabei sein. Also ich tippe jetzt Basti und Veni, obwohl ich die beiden nicht schaue. Ich schaue halt meistens die Kill-Folgen, weil die sind spannend. Und die Farm-Folgen, die finde ich lächerlich. Das ist meine Meinung. Ihr könnt das anders sehen. Aber ich könnte beispielsweise mit Teams wie Kürbistumor nichts anfangen. Da die meisten Videotitel wirklich irgendwie so basieren, wir sterben. Aber im Endeffekt farmen sie nur langweilig. Das ist genau bei allen anderen. Ich habe mir noch nicht mal bei Unge Varo angeschaut. Zumindest die 4., 5., 6. Folge oder so, wie er überlebt hat noch. Weil ich einfach Farming bei Varo langweilig finde. Varo 1 bis 3 war cool, aber 4, da kann ich mir wirklich Farming nicht mehr geben. Da müsste schon... Bei Stege hätte ich es geschaut, Leute. Bei Stege hätte ich es geschaut, aber sonst nicht. Weil Stege hat auch Varo 3 und 2... Ja, gut bearbeitet, sagen wir mal so. Sehr spannend gestaltet. So, dann war es das mit dem Video. Zockerarmy schreibt, darf ich das Video beenden? Darfst du, Zockerarmy? Leute, das war's mit dem Video. Und was schreibt der PS? Abonnieren und Like nicht vergessen. Ja, Leute, haut mal auf den Like-Button drauf. Können wir 100 Likes schaffen, wäre auf jeden Fall mein Lebensziel auf YouTube. Und abonniert mich, damit ihr nichts verpasst. Und vielleicht, dass ich irgendwann mal mein Ziel von 100.000 Abonnenten erreiche. Und das war's dann. Und ciao.